Jörg Hertrich kann bald 20-jähriges Dienstjubiläum feiern. Seit 2005 kellnert er im Café des inklusiven Tiergartens in Stassfurt. Als einer der langjährigsten Mitarbeiter kennt er die Kolleginnen und Kollegen wie seine Westentasche. Und man tut sich gegenseitig mit unterstützen, hilft sich gegenseitig mit und tut mal Fragen, brauchst du Hilfe oder machst du so und so. Und dann kommt dann zu mir und hilft, sagt so und so, ja. Also wir sind so wie so ein Team und das heißt, Team muss zusammenhalten und zusammenarbeiten. Im Team haben 90% eine Behinderung. Die Menschen mit Behinderung werden unter anderem von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern unterstützt. 2003 hatte die Lebenshilfe den Tiergarten übernommen. Der Staat ist von vielen Unsicherheiten auf allen Seiten begleitet worden. Ja, die Unsicherheiten waren einmal bei den Werkstattbeschäftigten, bei den Menschen mit Behinderung, die gesagt haben, traue ich mir das zu, kann ich das machen, wie reagieren Besucher darauf, wenn ich dort bin und vielleicht man irgendwo merkt, dass ich eine Behinderung habe, aber eben auch bei den Kollegen, bei den Fachkräften. Die Gäste belohnen die Initiative. Laut Betreiber hat der Tiergarten seitdem mehr Besucherinnen und Besucher. Die Auszeichnung der Agentur für Arbeit Bernburg für gelebte Inklusion ist jetzt ein zusätzliches i-Tüpfelchen. Das Team macht das mit Stolz, bekommt gute Feedbacks von den Besuchern hier im Tiergarten. Aber das nochmal von der Bundesagentur so gewürdigt wird, das ist natürlich super. Also wir freuen uns unheimlich. Die Auszeichnung wird jedes Jahr an Betriebe verliehen, um das Bewusstsein für inklusives Arbeiten zu stärken. Dieses Unternehmen ist für uns beispielgebend für das Thema Inklusion. Also wenn man sich hier umschaut, dass überwiegend Menschen mit Handicap diesen Tiergarten betreiben, ist das für uns die beste Praxis, die man sich vorstellen kann. Diese Praxis beweist auch Tierpfleger Lukas Briest. Er ist seit 8 Jahren im Team und kümmert sich um die Pferdekoppel und die Tiere. Also ich arbeite gerne hier im Tiergarten. Ich komme mit meinen Kollegen sehr gut klar. Die Lebenshilfe freut sich, wenn auch andere Betriebe mehr Inklusion ausprobieren wollen und bietet ihre Hilfe an. Der Tiergarten ist ein Vorreiter. Mit seinem Projekt hat er den richtigen Riecher bewiesen.